Guten Morgen. Heute Montag, mein zweiter Tag, Ausflugstag hier in diesem wunderschönen Österreich. Und ich fahre heute mit der Penkenbahn hoch zum Penken. Das wird eine schöne Sache. Von dort aus dann herab ins Tal laufen. Geht los, viel Spaß. Ich überquere jetzt die sogenannte Zillertalstraße, die 169. Sie geht jetzt hier im Bild gesehen öfter nach links rüber, weiter nach Finkenberg. Rechts runter wird es dann nach Hippach bzw. zur Autobahn, zur Inntalautobahn gehen. Und jetzt geht es hier diesen steilen Berg hinauf. Das ist der Blick Richtung Finkenberg, unter mir jetzt deutlich zu erkennen, die Ziller. Genau, die Ziller. Dieser kleine Ort hier gehört noch zum Meierhofen. Achtung, Gegenbahn. Von hier oben aus gesehen wie so eine Spielzeugstadt. Ne? Als ob man dieses Häuschen einfach so wegnehmen könnte mit der Hand, so zack. Und woanders hinstellen könnte. Mal ganz kurz etwas zu diesen roten Bällen, die wir hier sehen. Das ist eine Leitung, die hier lang läuft. Das ist eine Stromversorgung, praktisch für die Hütten hier oben. Diese roten Bälle sind sozusagen ein Hinweis für den hier befindlichen Hubschrauberverkehr. Meierhofen hat ja so einen Hubschrauberlandeplatz und ab und zu fliegen die Hubschrauber hier mal so ihre Ehrenrunde oder überhaupt so zwischen den Bergen hier durch. Und da ist natürlich diese Markierung dieser Stromleitung von ganz besonderer Bedeutung. Gucken wir nochmal hinunter ins Tal. Herrlich. Ich komme hier in der Gondel vor, als ob ich fliegen würde. Sehen wir mal im Schatten die Bahn. Und hier diesen Steinfelsen müssen wir hoch. Man könnte jetzt denken, ach du lieber Gott, Katastrophe, wir knallen jetzt gleich hier gegen diesen Felsen. Aber nein, jetzt wirklich, also extrem steil geht das Ding jetzt hier hoch. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar diesen Steinfelsen. Hier, das geht richtig steil hoch jetzt. Haben wir Schatten von der Gegenbahn. Und jetzt, man glaubt es kaum, hier sind wir oben. Vom Berg. Mit unserer Fahrt sind wir auch gleich am Ende. Hier sind wir angekommen zwischen Station 1. Das ist aber noch nicht unser Ziel. Wir wollen noch ein Stückchen höher. Da hinten, kann man erkennen, geht's weiter. Bis dahin. Am Ziel angekommen. Penken 1999 Meter über Normal Null. Seehöhe sozusagen ganz schön weit hoch. Hier oben nicht kalt, Temperaturen gefühlte 14 Grad. So wird es auch sein. Leicht bewölkt, man kann es sehen. Und wir sind jetzt hier höher, klar, höher als die Baumspitzen sind. Ne? Also kaum Bäume, überhaupt keine Bäume mehr. Gucken wir uns mal um. Hier
hier sieht man wieder deutlich die sogenannten Skilifte, die nur zur Winterszeit zum Einsatz kommen, um die Skifahrer wieder hinaufzuziehen. Da haben wir mit dem Traktor einen Wiesenbauer, der sein Heu einfährt. Ja, hier ist das Verleih an die Kasse, hier kann man also Ski ausburken. Und hier haben wir dann dieses große Gebiet, also die große Skihalle. Und dann kommt hier mit dem schönen Adlerofen drauf die Lerchwaldhütte. Kann man schön feiern. So, wollen wir mal gucken, was wir vorhaben. Ich befinde mich also jetzt hier oben in dieser Station, die sogenannte Fun-Sportstation Penken, und werde jetzt versuchen, hier diesen Panoramaweg, der so bunt angemalt ist, herunterzulaufen, bis wir angekommen sind hier in dieser Bergstation. Bergrast. So, bis dahin wollte ich erstmal versuchen zu laufen. Wird ungefähr 2,5 bis 3 Stunden dauern, denke ich mir mal so. Und dann entweder wieder zurück mit der Bahn oder ganz runterlaufen, aber das glaube ich, schaffe ich nicht. Ja, man kann ja auch klettern, aber dafür bin ich nicht gemacht. Hat man hier dieses kleine Denkmal gebaut zu Ehren der Bergsteiger. An dieser Stelle mal ein Blick in das Tal. Ach, das ist einfach schön. Das Paradies, hätte ich beinahe gesagt. Man sieht auch hier wieder diese vielen Wanderwege. Um das alles zu erkunden, da bräuchte man wirklich, weiß Gott, mehr Zeit. Auch deutlich zu erkennen sind hier diese Skihänge, nee, diese Abfahrtshänge. Wir gucken jetzt sozusagen auf den Arbiskopf, der 2146 Meter hoch ist. Das ist also dieser Berg hier. Ja, das Ding. Jetzt sozusagen die höchste Erhebung hier in der Region. Rechts daneben, unten, finden wir die Zillertaler Höhenstraße. Das ist diese hier. Und ihr werdet es nicht glauben, aber genau hier, ist auch mein Quartier zu erkennen. Tolle Sache. Ist wirklich wahr. Also das müsste es sein hier, wenn man uns genau, also ich glaube hier, jedenfalls hier, da, diese Häusergruppe, da ist mein Quartier. Zillertaler Höhenstraße. Tolle Sache.
Die Gegend ist so schön. Es lädt einfach nur zum Verweilen ein. Machen wir weiter, nützt ja nicht. Ich will noch viel, viel mehr sehen. Panorama und Weg Penken. Ja, ich befinde mich jetzt hier an einer Gabelung. Also es geht einmal hier so geradeaus, dann geht es hier runter oder hier runter. Die Frage ist nun, welchen Weg muss ich gehen? Schön sind sie alle, aber hier gibt es hier eine Anzeigetafel. Da werden wir mal hingehen zu dieser Anzeigetafel und da werden wir mal gucken, welchen Weg wir gehen müssen. Der von mir festgelegte Weg ist der sogenannte Weg 23a und der müsste uns eigentlich ans Ziel bringen. Gucken wir mal. Finden wir hier was? Hippach, okay, da wäre ich ja zu Hause. Aber das Auto steht ja in Meierhof und da habe ich auch schon entdeckt. Hier steht er. Panoramabahn 23a. Das heißt also, mein Weg geht ja hier hoch. Das ist ja erstaunlich. Na bitteschön. Tja, das ist das Nächste, was ich machen werde. Bei meiner kleinen Wanderung heute rund um den Penkenberg begebe ich mich immer tiefer wieder bis zur Mittelstation der Penkenbahn. Die habe ich jetzt hiermit erreicht. Aber immer noch ein schönes Panorama im Hintergrund da, das Bergchen, wo noch ein bisschen Schnee drauf ist. Hier vor dem Baum verdeckt der große Ahrenberg, glaube ich, müsste sein. Und hier haben wir dann wieder Berg, hier ganz deutlich zu sehen, da mit dem Schnee obendrauf. Glänzt so schön in der Sonne. Und was auch schön ist, ist das hier. Hier diese kleine Felswand, die gefällt mir sehr gut. Ah ja, richtig schönes Gestein. Ich weiß gar nicht, Schiefer müsste das sein, ne? Irgendwie hier. Kann man hier abkratzen, Schiefer. Ist jedenfalls leicht geschichtet. Genau, hier sieht man nochmal ganz deutlich die Ahornspitze. Der Berg ist 2973 Meter hoch. Das ist ja wirklich gewaltig. Und hier davor, was man so ein bisschen glänzen sieht, naja, schwer zu erkennen, ist die Edelhütte. Daneben befindet sich da, wo der Schnee eben so drauf ist, was ich vorhin zeigte, hier diese Spitze hier oben, diese hier, das ist der Filzenkugel, 2227 Meter hoch. So, genug klug geschissen, jetzt gehen wir hier unten was essen. Wieder ein schöner romantischer Weg hier lang. Ne? Hier rechts kann man auch sehen, dieses verschiedene Grün, ne? So ein bisschen gelblich-grün, dann geht es wieder mehr so ins Bläuliche. Blümchen sind immer noch da. Wir haben es ja immerhin Mitte September. Hier was schönes Gelbes. Da sind Heidelbeersträucher teilweise dabei. Schönes Gras. Und hier wieder so ein schöner, sagt man das so, Abbruch. Felsen. Ja, und hier hat ein Bäumchen leider nicht den Winter überlebt. Ach, ist das schön. Romantik pur. Gehen wir gleich mal hin und machen mal eine 15. Vorher aber müssen wir hier durch diesen Zaun. Wissen wir allen, habe ich ja schon erzählt, ne? Das ist die sogenannte Abgrenzung der Tiere. Also damit die Kühe hier, wenn die hier frei auf der Weide rumlaufen, nicht drüber und weiter können. Wir aber können, machen hier die Pforte auf und siehe da, upsa, wir sind durch.
Jetzt habe ich ja was Geiles entdeckt. Tja, eine Hütte. Mit der Nummer 99. Ob die vermietet ist? Ob die schon jemand gehört? Mensch, Leute. Eine Hütte. Sehr toll, ne? Sieht aber aus, als ob die nicht vermietet ist, denn die Fenster sind zu und der Brunnen ist trocken. Ganz hinten nochmal von hinten. Naja, gut, also ist wirklich nicht mehr das Schönste. Aber es muss ein Ofen drin sein. Eine Esse gibt's. Und hat sogar mit Blitzableiter. Also sicher gebaut ist er. Naja, gut. Ihr schon wieder. Ha, ihr findet mich auch überall. Ach Gott, naja, jetzt gibt's Mittagessen. Naja, ihr werdet jetzt nicht glauben, aber ich mache es. So, da wird er aufgebaut. Der Schirm, an dem ich gleich hängen werde. Der rechts, das gerade macht, ist der Philipp. Das ist also mein Kollege, der mich jetzt durch die Luft trägt. Gucken mal zu. Hier, dieses Tal werde ich mich jetzt herunterstürzen. Ein bisschen aufgeregt bin ich ja, aber nur ein bisschen. So. Jetzt werden die ganzen Bändels auseinandergebändelt. So sieht er dann aus. Schönen Aufschluss haben wir wieder, schöne Werbung. Naja. So Leute. Jetzt geht's los. Bis später. Die Leute sind teilweise kiloweise mit Steinen zugefüllt.